Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. So, wir kraxeln da wieder rauf und schauen, was wir noch so Schönes bekommen tun. Blümchen auf jeden Fall und ein bisschen Planke. Aber noch sind keine Viechlein hier und auch kein Dreck. Ich hatte bisher eine einzige Chance, Dreck zu kriegen. Oder zwei Chancen sogar, die ich selbstverständlich vergeudet habe. Ich habe gar keinen Platz. Warum? Was könnte ich noch... Ja, die haben wir weg. Das Palmblatt brauchen wir wirklich nicht. So. Da hat mich schon wieder was zerlegt beim Schiff. Dieses Viech. Was wollte ich sagen? Ja. Auch hier scheint es keinen Dreck zu geben. Dreck, verdammter. Jo. Ist jetzt natürlich nicht ganz so super. Aber, was soll man machen? So, das kommt mal weg. 1, 2, 3, 4. Die werden wir gleich verarbeiten. Die Farbe. Also die Blüte zur Farbe. Die Sämlinge kommen wieder hier rein. So, dann hätten wir noch weiße Blüten zu ernten. Und dann sind wir oben, glaube ich, schon wieder fertig. Farbe. So, schon langsam sind wir auch wieder hungrig. Achso, es geht ja nicht. Genau. Wir bewegen uns ja nicht. Ich vergesse das immer. Entschuldigung. So, also bunkern wir die derweil auch hier. Ich vergesse das immer. Immer. So, Suppe essen. Die müsste fertig sein. Genau. So, lecker Süppchen. Dann können wir gleich wieder die nächste machen. Ich müsste mal wieder mal einen Kompott kochen. Dass wir nicht uns immer so einseitig ernähren. So, da unten werden wir auch noch ein paar Planken nachlegen. So. Also, das Süppchen gönnen wir uns jetzt mal zum Wohl. Und ein Schlückchen zum Trinken. Zweites noch, genau. Herrlicher Nebel haben wir da. Wunderschön. Nebel kann man ja immer brauchen. So, hüpf. So, da haben wir nichts mehr. Da oben ist auch nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Hier haben wir jetzt noch eine Palme. Und die, genau, die weißen Blumen sind noch. Da unten haben wir eine nervige Möwe. 3, 4, 5. Passt. Ist gut ausgegangen mit der Axt. Aber einen Dreck sehe ich hier beim lieben Herrgott nicht. Weil Dreck soll es ja nur hier oben auf den Inseln geben, ne? Na jo, dann halt nicht. So. Der Hai randaliert, glaube ich, schon wieder. Das war ich wieder mal zu spät. So, die Blüten. Die tun wir schön bunkern wieder. Auch die Sämlinge tun wir bunkern. Die Kokosnuss können wir eigentlich gleich mal verspeisen. So, mal ein bisschen Obst reinkriegen. In den Körper. So. Jetzt haben wir noch einen Haifischköder. Den werden wir jetzt auch einsetzen müssen. Dass ich meinen See dann kriege. So, also. Warten wir kurz. Da schwimmt er. So. Ich hoffe, dass es hier Erze gibt. Also Metall vor allem. Ich glaube, er hat angebissen. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich mache mal eine Seetangrunde. Weil es hier doch recht viel gibt. Ah, na, ich glaube, der hat nichts angebissen. Na, Gottes Willen. Warum sollte der denn anbeißen beim Köder? Pff, sehr lächerlich. So. Das habe ich gerade gebraucht. 14 Stück haben wir bekommen, das ist viel. Das werde ich gleich mal zum Schmelzen hier reinschmeißen. Genau, die Farbe wollte ich mir auch noch anschauen. Uah, so nicht.
glaube, das Blau passt recht gut zu dem. Ah, wir haben eine Möwe mal wieder. Wow. Ist denn das die Möglichkeit? So. Lieber Herr Haifisch. Könnten Sie sich bitte am Haifischköder bedienen? Du da? Haifischköder? Tschu. Haifischköder. Du Mistviech. Unglaublich. So, ich glaube, jetzt kann ich nochmal zur Schmelze schauen. Bis der anbeißt, ist sowieso alles vorbei. Oder hat ihn schon zerstört, das könnte auch sein. Ah ja, der hat ihn schon zerstört. Ah, ich komme nicht mehr rauf. Das Los ist zu breit. Er hat ihn schon zerstört. Anscheinend. Gut, dann müssen wir fischen. Weil ich glaube nicht, dass ich noch Material habe. Na. Natürlich nicht. Aber Platz haben wir hier genug. Passt. Jo, ist ja gut. Dann müssen wir mal ein bisschen den Seetank schmelzen. Dann können wir mal die Sauerstoffflasche wieder machen. Ist ja auch nicht so schlecht. So. Ein alter Schuh. Natürlich. Damit können wir den Anker dekorieren. So, ein roher Hering, sehr gut. Vielleicht noch einen zweiten. Oder eine Seebrasse, dann hätten wir wieder einen Haifischköder. Vielleicht, ja, die Angel ist jetzt auch bald kaputt. Die ist schon kaputt, okay. Hab nichts gesagt. Dann stellen wir einmal den her und einmal, wenn möglich, die Angel. Hervorragend. So, den fischen wir gleich wieder. Eine Metallangel wäre halt echt kein Mod. Aber jetzt muss ich erstmal schauen, dass wir hier ein bisschen geschützt sind. So, da haben wir schon wieder einen Hering. Dann tue ich das den Köder ein bisschen weiter weg dahin oder so. Jawohl, noch einen zweiten. Aha, kommst du uns besuchen? Achso, jetzt hat er den... LOL. Da. Ja. So, ich glaube, so ist der Schuh recht schön, ha? Huh? So. Ja. Schön, Zocki. Schön machst du das. Du kannst das, Zocki. So. Wie viel Clipper haben wir jetzt? Müssen wir schon fast genug Clipper haben, glaube ich. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt wieder zu wenig Seetang. Ha? Huh? Ha? Huh? Huh? 8 Seetang, das könnte knapp werden. Warte, wo ist denn das hier? Wir haben genug. Gott sei Dank. So. Endlich. Und da. So. Jetzt sind wir wieder voll ausgerüstet. Perfekt. Einen Teil meines Fells schon wieder ausgeglichen. So. Der eine Haifischköder ist noch hier. Das ist gut. Von dem Werkzeug hier haben wir noch genügend. Also Haltbarkeit. So, jetzt habe ich das Wort. Wo bist denn jetzt, du Scheißkerl? Ich weiß genau, wenn ich ins Wasser springe, kommst du mich wieder fressen. Ich versuche mal den Schrott zu kriegen. Ja, habe ich gewusst, dass er mich fressen kommt. Vielleicht geht auch noch der Sand. Jetzt wieder gut auftauchen. Boah, was war denn das jetzt? Super. Das klappt ganz super. So. Die will gefressen werden. Habe ich schon mitbekommen jetzt. Gehst du jetzt den Haifischköder an, du Depp? Bitte? Bitte, bitte? Ja. Da unten haben wir auch schon was. Das ist leider nur Kupfer. Aber besser als nichts. Einmal
Zweimal. Jetzt hoffen wir auch noch, dass wir Metall kriegen. Was haben wir hier? Metall. Na, Kupfer. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dann schauen wir noch ein bisschen weiter. Metall. Endlich. So, ein bisschen geht noch. Ich fürchte, auftauchen wäre da schon sinnvoller. So, mal wieder an Land schwimmen. Also an Land, ans Floß. Upp. So. Ah. Er wäre sogar noch beschäftigt. Könnten wir noch ausnutzen. Er wird uns zwar wahrscheinlich ein-, zweimal beißen. Aber wir könnten Glück haben, dass wir noch ein bisschen Metall finden. Da. Drei Stück, wenn es gut geht. Wenn er uns nicht stört. Sehr gut. Da haben wir nochmal. Hoffentlich geht sich das noch aus. Ich möchte ungern nochmal sterben. Warte, das sind nochmal drei. Oh, und Kupfer auch noch. Buh, ein Hai kommt. Der Hai kommt, der Hai. Jawohl, da hat er uns schon. Ich schwimme mal kurz zum Floß. Muss mir merken, dass es auf unserer gefärbten Seite ein Stück da drüben ist. So, dann werde ich mal versuchen, hier den nächsten Haiköder hinzuschmeißen. So. So. Dann zur Schmelze. Da können wir gleich weiter schmelzen. So. Dann werde ich mal schnell, bevor ich wieder verrecke, Kupfer in Sicherheit bringen. Genau, mit C in Sicherheit. Oh, ich habe meine eigene Flasche geopfert. Ja. Das Metall werde ich zur Sicherheit auch mal bunkern. Oh, ich muss schnell den Hack noch basteln. So, der geht mir nämlich aus. Also ein Stück darüber, haben wir gesagt, ne? Hier. Da war schon mal das Kupfer und darunter war Metall. So, einmal. Zweimal. Und darunter war es Metall. Hier genau, drei Stück. Na komm. Ach, das ist kaputt. Mann, ey. Das ist auch doof, dass es nicht automatisch nachrüstet, ne? Wenn es Scheiße im Inventar hast. Egal. Dann halt echte Handarbeit. So, das wäre es, glaube ich, mal vom Metall her. Wahrscheinlich wird es noch irgendwo was geben. Da wir... Ah, die hier, da. Ah, ich muss erst Luft holen. Oh Gott. Komm, schneller, 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 schneller. Jetzt. Holen wir noch schnell das Metall da unten. Hier. Oder was? Kupfer? Na, Metall, glaube ich. Ja, perfekt. Da können wir schon einiges anstellen. So. Da war eine Blase. Eine Luftblase. Es leckt schon wieder. Jetzt. Ich glaube. Das war's fürs Erste. Wir sind eh durstig und hungrig und haben alle Zustände. Luft fehlt uns sowieso. So, schnell zum Schifflein, zum Bötchen. So. Und einfüllen. So, Prost. Passt. Den ärgsten Durst haben wir überstanden. Dann werden wir gleich natürlich unser Salzwasser hier nachfüllen. Viere und Fünfe. So. Dann schauen wir rauf zu unserem Essen.
So, Dapsel, Dapsel, Dapsel. Jawohl. Unsere gute Schüssel. So, her mit der Gemüsesuppe. Und dann kochen wir uns gleich die nächste Kartoffel. Da. Und rein ins Töpfchen. Und das nehmen wir auch. Aha, okay. Wir haben für nichts Platz. Das ist nicht so gut. Bitte essen. Essen. Und das Gemüse auch noch. Perfekt. So. Ich habe keine Ahnung, ob man mit Seetang was kochen kann. Theoretisch schon. Wahrscheinlich brauche ich ein Rezept dafür. Aber fürs Erste passt das schon so. So, wie schauen wir hier aus? Gibt es schon endlich wieder mal Federn? Na. No. Die Möwe frisst uns zwar ziemlich alles weg, aber... Das wollte ich jetzt nicht. Mann, ey. Das war jetzt wieder typisch ich. Ja. Das war typisch. So. Und schon repariert. Die Netze. Planke und Seil. Da müssen wir auf unsere Reserven wahrscheinlich zurückgreifen, weil hier wird nichts mehr drinnen sein, denke ich. Doch, da vorne. Hier ist noch eine Kleinigkeit und hier. Und da und da. Da können wir vielleicht noch ein paar Seile machen. Das sind sowieso zu wenig. Nehmen wir gleich das mit dazu. Jetzt geht es aus. Und das nehmen wir mit dazu. Und Nägel. Zwei. Mehr Netze brauchte ich nicht, ne? Für da unten. Einmal, zweimal. Genau, jetzt haben wir hier auch schon safe. Passt. So. Schmelz, Schmelz, Schmelz. Genau. Da werden wir gleich die Erze jetzt wieder anfangen. Zu schmelzen mit Blanken natürlich. Dass das auch schön dahin brodelt. So, wie schauen wir hier aus? Hier haben wir noch Platz. Da kann man noch was reinschmeißen. Clipper und Co. werde ich jetzt mal wieder ein bisschen sparen. So. Das kommt hier rein. So, Sand kommt dahin. Passt. Blanke haben wir noch ein bisschen was. Gut. Jetzt ist eh wieder Nacht. Jetzt wäre wieder wahrscheinlich Kamott, wenn wir fischen. So. Zack. Dass wir wieder Haifischköder genügend haben. Farben sollte ich auch wieder machen. So. Jo. Die spannendste Aufgabe der Welt ist Fischen. Jo. Dann können wir noch den Schrott sammeln am Meeresgrund und dann den Ton natürlich und Sand noch ein bisschen. Und dann können wir hier schon wieder abhauen. So. Auf jeden Fall möchte ich versuchen, einen Bogen zu basteln. In der Hoffnung, dass wir dadurch auch mal die Möwe abschießen können. Dass wir vielleicht Vogelfleisch, also Geflügel kriegen würden oder so. Mal schauen. Dann werden wir die Hängematte noch bauen probieren. Und sie gegen unser Bettchen austauschen. Ja. Wenn wir einen unruhigen Schlaf haben, haut es uns wahrscheinlich beim Fenster raus. Das wäre sicher sehr zum Lachen. So, der Haiköter müsste gehen. Ja, einmal schon. Jetzt haben wir ihn zweimal. Ein drittes Mal noch vielleicht, dann passt das schon wieder. Dann gehen wir Hängematte bauen. Also wäre es noch gut, einen Hering zu kriegen oder eine Seebrasse. Hering, perfekt. So, und Nummer 3. Sehr gut.
Die anderen Fische können wir auf den Grill schmeißen. Das wird passen. Wir brauchen Federn, fällt mir gerade ein. Die waren, glaube ich, auch hier. Genau. Dann nehmen wir gleich mal den 20er Stoß. Und die Hängematte braucht noch Balmen, Dingens und Nägel. Verdammt, mir fehlt der Schrott, glaube ich. Für die Nägel. Ich habe nur zwei Nägel. Oh. Da muss ich noch warten. Dann könnten wir inzwischen schlafen gehen. Damit es Tag wird. Damit wir Schrott sammeln können. Jo. So schaut der Plan aus. Gut, dann den Haifischköder. Und zack. So. Und bereit machen für den Tauchgang. Lalalala. Da gehört eigentlich auch so ein Schuh rauf, ne? So ein Deko-Dings. Darüber. Oder hierhin. Ah, er ist soweit. Passt. Können wir Schrott sammeln gehen? Hier haben wir schon eins. Mit Sand. Und Ton. Jo. Hier haben wir noch mehr Ton. Das möchte ich gleich gern mitnehmen. So. Dann, hier sind wir, glaube ich, soweit fertig. Hier unten haben wir noch Schrott. Sand. Dann brauchen wir mal ein bisschen Luft. Passt. Ton zweimal. Jetzt wird der Haifisch gleich kommen und uns auffressen. Also zumindest mal ein bisschen an uns knabbern. So. So. Da noch den Sand. Und hier noch Sand. So, da ist. Da unten ist noch Ton. Gut. Bist du auch Ton? Nein, das schaut nur so komisch aus. So, wo ist jetzt der Schrott? Hier haben wir noch was. Ich brauche Luft. Kommt der Hai schon? Gleich normalerweise. So. Wieder runter. Schrott holen. Passt. Ui, da ist er schon. Au. Und wir sind ja schon zurück. Ja, wieg, wieg. Da haben wir noch ein bisschen Schrott. Vielleicht haben wir Glück und wir schaffen das noch. Naja, ja, fast. Aber jetzt muss ich leider. Jetzt müssen wir hier mal weg. Oh, ruck. So ist gut. Passt. Jetzt können wir Nägel bauen. So. Jetzt kann ich die Federn holen. So. Und jetzt müsste es nochmal klappen. Ah, die Ballenblätter fehlen noch. Ne? Schleich dich. Frisst er unser armes Schifflein auf. So. Nimmer satt. Genau, hier können wir gleich schon weiter schmelzen. Das muss alles so ein bisschen nebenbei gehen, dass wir nicht so viel Zeit verdrödeln. Da habe ich eh nichts, was ich brauche. Du, nö. Was wollte ich jetzt da... Warte. Gut. Also ich lege jetzt mal das hier rein. Oh, da haben wir noch mehr als genug vom Metall. Hoho. Das legen wir hier rein, dass wir Platz haben. Da und tun wir hier rein. So. Ein bisschen Ordnung machen. Anlege ich hier rein als Reserve. Passt. Da haben wir mehr als genug von dem Zeug. Gut, Ballenblätter und Holzplanken. So. Und Ballenblätter. Jetzt können wir das herstellen. Super. Jetzt da hauen wir unser Bett weg. Ich hoffe, das
hinlegen. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte es weg haben. Super. Planken. Ah, diese Planken. So. Herstellen einmal die Axt. So. Ich möchte gerne das Bett weg haben und hier die Hängematte hin. Falls möglich. Achso, geht nicht. Muss ich so entfernen. Okay. Ich dachte immer, ich kann die zerstören. So. Der Kopf soll hier sein. Ah, hat gar nicht Platz. Aber doch. Hat schon Platz. So. Schön. Das schaut toll aus. Das schaut toll aus. Ich hätte es vielleicht noch ein kleines Stück nach oben stellen können. Muss ich testen. Ja. Ja. Nein. Warte. Wie wird es jetzt wieder grün? So. Ich würde sagen, so. Ja, so schaut es besser aus, glaube ich. Die Fackel sieht man halt gar nicht mehr. Die müsste ich jetzt schon da vorne hinstellen. Kann ich die? Kriege ich die? Hinlegen. Warte. Ich versuche mal, sie zu entfernen, wenn es geht. Muss ich da ein Stück näher ran, glaube ich. Na. So. Was? Jetzt habe ich einen Teppich weggetan. Ich tue ihn mal kurz dahin. Vielleicht kriege ich sie jetzt. Na nü. Jetzt vielleicht. Jawohl. Jetzt kann ich sie nämlich hier hinstellen, dann sieht man sie besser. Würde ich meinen. So, ja genau. Jetzt nehmen wir den damit, den Teppich, und stellen wieder drunter. So. Das Rot zu Rot recht gut passt und so, ne? Ich glaube, so. Ja, genau. Das schaut liebevoll aus, glaube ich. Aha, sie ist schon wieder durstig. Jawohl, zu Recht. Jetzt hat sie auch gearbeitet. So. Ach ja, mein Speer ist ja auch kaputt. Für den Metallspeer. Ein noch größeres Gerät zum Stochern in Dinge. Ja, wunderbar. Da brauche ich sehr viele Metallbahnen. Hier bräuchte ich eh nur Bolzen und Clipper. Okay, vielleicht kann ich mir beides bauen. Mal gucken. Zuerst mal, damit wir überhaupt was haben. Boah, der hat mir jetzt ganz schön viel... Boah, der hat jetzt ganz schön ordentlich reingehauen, erst. Bist du gescheit. Meine ganzen Kartoffeln, alles weggefressen. Das Mistviech. Das muss schön hungrig gewesen sein. So. Und hier noch. So. Unglaublich, ne? So, ein Schluckel noch für uns. Und eins, zwei, drei, vier. So. Einmal vollfüllen und einmal rein da alles. So, genau. So, jetzt können wir unsere Flasche wieder vollfüllen. Und Salzwasser. Da wäre es gut gewesen, doch ein Fenster zu haben, glaube ich. Ist ja wurscht. Machen wir es halt ein bisschen umständlich. So. So, geht nichts mehr? Geht nichts mehr. Okay. So. Metallbaren. Plus Schmelzen. So. Jetzt haben wir schon 2, 4 haben wir jetzt nochmal. So. Da nehmen wir die gleich raus. So. Ich möchte herstellen. Einmal den Bogen. Für den Bogen brauche ich einen Bolzen. Dann brauchen wir... Das Bett nervt. Wo tue ich denn das hin? Ich lasse es mal kurz hier. Dann brauchen wir die Seile. Und noch ein Blankili. Ich glaube, Blankili habe ich jetzt keines mehr da. Wenn jetzt nicht zufälligerweise hier, wo eines drinnen liegt, müsste ich wieder eine Palme schlachten. Verdammt, nicht erwischt. Ist da schon ein Fisch am Nagen. Pfui! Böser Fisch. Böser Hai. Ah, da wäre eine Planke. Die hole ich mir schnell. So, habe ich sie bekommen? Ja. Passt.
So, einfacher Bogen. Dann stellen wir mal her. Passt, verlieren durch nichts. Sehr gut. Ich habe... Was kann man nicht... Schießt Pfeile grob dorthin, wo du wohin du zielst. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob man den Bogen auch... ob man den Bogen jetzt beim Forschertisch... Ob man da auch was machen kann. Nein. Nein, das geht nicht. Nein, ich glaube nicht, dass da irgendwas... Nö. Alles gut. Hammer geht, glaube ich, auch nicht, ne? Nein. Gut. Das zudem. Dann brauchen wir eigentlich noch Pfeile, ne? Spitz, leicht und gut ausbalanciert. Und den Netzwerfer wäre auch nicht schlecht, ne? Schrott und Bolzen. Metallbahn. Richte ihn auf ein Tier, um es zu fangen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es für die Möbel klasse ist. Gut, den Bogen hätten wir schon einmal. Das ist ja ganz famos. Hungrig sind wir auch schon wieder. Habe ich, ja, Tonschälchen haben wir noch da. Da muss ich bei passender Gelegenheit gleich ein neues machen. So, unsere köstliche Gemüsesuppe. Einmal zweimal. Und Kartoffeln. Einmal zweimal. Rein ins Töpfchen. Da können wir unseren Fisch braten. So, und die Makrele. So. Perfekt. Das können wir essen. Nom, nom, nom. Passt auch. Gut. Gut. Dann können wir nochmal runterschauen zur Schmelze. Und dann würde ich sagen, wir hauen von hier wieder ab. Ja, der Part wäre auch zu Ende. Das wird genau passen. Dann stechen wir wieder in See. Und im nächsten Part schauen wir, dass wir wieder eine neue Insel finden. Na? Das würde, glaube ich, passen. Na gut, ihr Lieben. Dann hauen wir hier ab. Ich will immer hier den Anker lichten, weil ich es gewohnt bin von diesem Kübel da. Na gut. Dann kriegen wir auch wieder Planken, ne? Das brauchen wir eh. Passt wunderbar. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!